Juhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde der Phileasson-Saga. Wir spielen zusammen DSA 5 und zwar dieses alte Abenteuer, was gar nicht für DSA 5 ist, sondern für, keine Ahnung, DSA 4, glaube ich. Aber weil DSA 4 noch dümmer und schlechter ist als DSA 5, spielen wir DSA 5. Ja, und das bin ich natürlich nicht alleine, sondern ich spiele wie immer mit dem Pöller als Jalte. Ahoi! Und mit Leopardin 202 als Fianna. Guten Abend! Und bei Mischka wird heute wieder Nasir gespielt. Ja, all Gute zusammen. Jo. Ich dachte, wir spielen bei dir. Oh, ich bin ziemlich leise. So, jetzt besser? Ja, ich hoffe, jetzt bin ich besser zu hören. Rerion spielt heute Borealas, zum Gruße. So, und aufmerksame Zuseher der Phileasson-Sage werden jetzt wissen, wer ist das denn? Den kennen wir gar nicht, der ist doof. Der Rerion vertritt heute den Enigmon, der sonst dabei ist, weil Enigmon krank ist. Und deswegen spielt heute Rerion als quasi als Ersatzspieler mit, weil wir haben uns einen Ersatzspieler suchen müssen, weil sonst hätten wir jetzt wieder einen Monat lang nicht spielen können. Und dann hätten wir insgesamt schon fast 2 Monate kein Phileasson gehabt. Und das ist ungut, deswegen hat Rerion gesagt, ey, ich mach das für euch. Also reines, nur für die Zuschauer natürlich, nicht für mich. Ja. Und wer der gute Borealas denn ist, das werden wir hoffentlich in dem heute noch mitbekommen. Wir befinden uns in Abenteuer Haranga. Wie heißt das Abenteuer nochmal hier? Harangas Kinder, genau. Das ist das inzwischen schon 4. Abenteuer der Phileasson-Kampagne. Stimmt das überhaupt? Ich muss mal gucken. Ja, das 4. Abenteuer. Nee. Das 5. Abenteuer der Phileasson-Kampagne schon. Und unsere Helden sind halt mit Captain Fogwul Phileasson auf einer Queste, um den König der Meeretitel zu erlangen. Und fahren da einmal ganz rund um Aventurien und haben unterschiedliche Abenteuer zu bestehen. Was ihr alles schon erlebt habt, das könnt ihr natürlich nachgucken. Wenn ihr es auf YouTube nachguckt, findet ihr unten noch die Playlist verlinkt. Für jetzt reicht es irgendwie, euch zu sagen, wir befinden uns auf Maraskan, dem verfluchten Eiland, und dort in der guten Stadt Boran. Und hier hat es unsere Helden hin verschlagen, weil sie eigentlich wollten sie mit einem Haifänger zusammen auf Jagd nach Seeschlangen gehen. Aber stattdessen haben die Seeschlangen den Haifänger gejagt und ziemlich kaputt gemacht. Und deswegen sind sie im Hafen der belagerten Stadt Boran. Die Boran wird von mittelreichischen Flotten belagert und sind dort gestrandet und haben dort den Magier Hilpert von Pusperaiken gefunden, der seines Zeichens der Assistent eines berühmten Magiers, nämlich Rancorium Muntagonus ist. Und dieser Hilpert hat hat sich mit ihm angefreundet, und beim letzten Mal habt ihr herausgefunden, dass Hilpert sich Geld geliehen hat bei einem zwielichtigen Gesellen, nämlich bei Harley Jean, ja, oder bei den Kumpanen von ihm. Und die haben ihm Schläger auf die Fersen geheftet, um das Geld ein bisschen wieder herauszuflangen. Aber unsere Helden haben es verhindert, dass diese Schläger den armen Hilpert kaputt schlagen. Und haben sich es nun wahrscheinlich zur Aufgabe gemacht, diesen Hargelin doch mal aufzusuchen und mal zu fragen. Ja, mal, so geht das ja hier gar nicht. Einfach hier Magierassistenten bedrohen und so. Ne?
Zumindest denke ich mir, dass das so sein könnte. Wer weiß. Ja. Dir noch was zu ergänzen? Irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe? Naja, Schläger wäre ja gut gewesen. Die sind mit Dolchen auf den los. Ja, das ist richtig. Ich wollte das etwas, ich habe das etwas geschönt ausgedrückt. Das gebe ich offen zu. Ja. Ja. Also mit Schlägern hätte Jalte leben können. Schläger hätte er verprügelt. Schläger hätte er einfach verprügelt. Ja. Ja, das ist, kommt dazu. Beim letzten Mal ist es leider so gewesen, dass einer der Schläger leider verstorben ist und auch die kundigen Griffe unseres Elfen haben ihn nicht von der Schwelle des Todes zurückholen können. Ja, und Im Lauch sein hilft halt nichts. ihr seid immer noch in diesem großen Turmgebäude. Nicht, dass Boran nicht sowieso aus mehreren tausend Turmgebäuden bestehen würde. Das ist die Stadt, in der es mehr Türme gibt als normale Häuser, glaube ich. Und dieses Turmgebäude ist ja ein kleines Etablissement, ein Hotel, das komplett gebucht ist von Rancorio Montagonus, der euch auch nicht in sein Studierzimmer hineinlassen wollte. Was besonders Fianna ziemlich ja, erzürnt hat, ein bisschen zumindest. Ja, und ja, ihr seid immer noch irgendwie, ich glaube, in dem Studierzimmer gerade, habt ihr euch versammelt, um einmal zu rekapitulieren, was ihr jetzt machen sollt. Ja, gefühlt steht ja von diesem Turm überhaupt noch diese verstärkte Tür, die er da extra eingebaut hat. Alles andere hat er ja bei seiner Artefakterkundung irgendwie in die Luft gesprengt mit seinem lila Qualm da. Aber Ja. Was natürlich alles so sein sollte, weil, naja. Rancorium forscht gerade natürlich wie immer an exischer Magie und an allem, was exisch ist. Und das kann man natürlich hervorragend machen auf Maraskan, wo es so viele Achats da noch gibt. Ja. Genau, und ursprünglich hatten wir ihn ja aufgesucht, weil wir uns einfach ein paar Tipps erhofft haben, dass er wüsste, wo man dieses ominöse Schlangengrab denn finden kann. Denn er soll zu denen gehören, die das schon erkundet haben. Und er hat uns ja auch schon ein bisschen was erzählt, ne? Er hat gesagt, dass wir da am besten auf dem Seeweg hinkommen, was natürlich schwierig ist, weil die Insel unter Blockade steht und eigentlich überhaupt kein Schiff das Hafen verlassen darf. Da sind wir dran. Und zum anderen, dass die Echsen, die da wohnen, sehr feindselig sind, weil das einer ihrer heiligen Orte ist. Und wir nun, da wir auch alle kein Exisch können, da eigentlich keine Schnitte haben, da groß irgendwie wir kommen in Frieden, was auszurichten. Da werden wir uns wohl auf mögliche Konflikte auch einrichten müssen. Definitiv, ja. Und wir starten in diesem kleinen Raum, in der immer noch so ein bisschen verraucht ist von diesem lila Nebel. Hilpert und Rancorium mit euch, wo jetzt der gute Warlion abgeblieben ist. Das fragt man sich jetzt schon seit einiger Zeit. Ja, der kümmert sich wahrscheinlich um den anderen Typen da unten. Wahrscheinlich. Ist er ein gutherziger Elf. Wir hoffen, Was dass es rettet der nicht auch gut in geht. meine Axt? Ja, so wird es wohl gewesen sein, dass er in deine Axt gerannt ist, ne? Naja. Ich halt so Axt und Schild hoch so. Was soll ich machen? Die Wege hier sind eng. Deine Schuld am Preis. Immerhin lebt hier noch einer und ich trete dem Typen so, also der liegt ja wahrscheinlich so am Boden und ich trete ihm so einmal so voll in die Seite. Ja. Dann wäre jetzt vielleicht mal spannend, irgendwie rauszukriegen, obwohl wer ihn schickt, wissen wir, oder? Hilbert, was hast du noch? Bei wem habt ihr Schulden? Wie heißt er? Harley Jean?
Ja. Ich kann den selber nicht so richtig aussprechen. Okay. Habt ihr euch denn irgendwas überlegt, wie ihr die Schulden wieder zurückzahlen wollt? Naja, wenn wir mit unseren Forschungen hier weiterkommen. Dieser Nebel. Meister Rancurio, könnt ihr da nicht irgendwas machen? Naja, also wenn Meister Rancurio mit seinen Forschungen vorankommt, werden wir doch bestimmt von der Gilde bezahlt. Und dann hätte ich es alles. Ich meine, Meister Rancurio braucht viel Platz für seine Forschung. Ja, und wenn ich mich so umgucke, geht ja auch das eine oder andere zu Bruch, was dann neu angeschafft werden muss, denke ich, ja. Ja. Also wenn Forschung bedeutet, Dinge kaputt zu machen, sollte ich mir, glaube ich, einen Doktortitel zulegen. Oh, ihr seid ein Doktore. Nein. Nein. Aber professioneller Kaputtmacher. Was auch immer Professio Dings heißt, aber ja. Das heißt, bezahlt die Alte. Nee, das kann man nur wirklich nicht sagen. Bezahlt werde ich ja nicht. Ja, mit Ruhm, oder? Das wohl. Du kommst im Skaldengesang vor. Deswegen mache ich das ja hier. Sagen wir doch. Trotzdem werde ich hier nicht bezahlt. Naja, das bringt euch jetzt ja in eine ziemlich dämliche Situation, ne? Anscheinend scheinen die Herrscher alles darauf anzulegen, jetzt möglichst zeitnah dass die Schulden bezahlt werden. Ja, Und solange hier immer noch alles in die Luft fliegt, anstatt Ergebnisse zu produzieren, dann kommen wir in der Bezahlung ja irgendwie auch gerade nicht näher, nicht wahr? vielleicht sollten Meister Rancorium und ich uns überlegen, etwas eine andere Forschungsstätte aufzusuchen, anstatt diese Stadt. Ihr wollt die Zeche prellen? Naja, nicht so richtig. Eigentlich habe ich ja schon alles zurückgezahlt. Nur die sagen immer Zinsen und sowas. Dabei hatten sie das vorher gar nicht erwähnt. Und vor allen Dingen diese Belagerungssteuer, die nur für Mittelreicher gilt. Bitte, was haben die euch aufgeschwatzt da? Wollen die euch aufdrücken? Er sagte Belagerungssteuer. Bist du alleine da gewesen? Ich gucke noch mal so bisschen mit kritischem Blick an ihm rauf und runter, wie er in seiner viel zu großen Magierrobe halb verschwindet, ihm der Hut immer wieder in die Augen rutscht und kann mir so ein bisschen vorstellen, warum er vielleicht nicht ganz für voll genommen wird. Ja, wie soll ich denn, sollte ich irgendjemanden mitnehmen? Macht man, nein, eigentlich stand davon nichts in den Ausbildungsbüchern über Ebert, Geschäftsführung. pass mal auf. Guck mich mal an, ja? Wenn ich böse gucke, wie fühlst du dich dann? Ungut. Wenn ich jetzt sage, Belagerungssteuer gibt's nicht, was denkst du dann? Gott sei Dank. Wenn ich jetzt sage, du machst, was ich will, was denkst du dann? Okay. Siehst du, warum Nasir mich immer mit zur Verhandlung mitnimmt? Ja, Das ist gut, aber richtig. vor ein paar Monaten, als ich das ausgehandelt habe, wart ihr noch gar nicht da. Aber wir sind jetzt da. Und wenn du deine Schulden bezahlt hast, wenn du das bezahlt hast, was du geliehen hast, Jalte, was hältst du davon, wenn wir diesen Herrn mit dem komischen Namen, ich habe ihn schon wieder vergessen, aufsuchen? Harley Und Jean. das mal, Harley Jean, dass wir ihn mal aufsuchen und ihm verklickern, dass das ja nun wohl ganz großer Käse ist, was er hier versucht mit dem Hippert abzuziehen, ha? Wenn du da einen Plan hast, also ich meine, wir müssen ihm ja zumindest wiederbringen, was ihm gehört, und ich gebe dem komischen Häscher nochmal einen Tritt.
Richtig. Meinst du nicht, dass das auch schon ein Teil des Plans sein kann, dass er sieht, dass die nicht so wehrlos und sich so leicht einschüchtern lassen, wie die sich das vielleicht gedacht haben? Du, ganz ehrlich, an der Axt bin ich eher der Kopf als der Stiel. Der Chef lässt euch niemals vor. Ich trete ihn nochmal. Ah! Vielleicht dich? Weiß nicht. Dann könntest du doch ein gutes Wort für uns einlegen, nicht wahr? Ich bin so Grinst ihn gut wie so an. tot, wenn ich das mache. Du hast gesehen, was mit deinem Kollegen passiert ist, ja? Ja. Du bist so gut wie tot, wenn du nicht tust, was wir sagen. Das würdet ihr niemals machen, oder? Schaut so auf die Alte und auf die Ich, Axt. Jalte, böse gucken, bitte. Ich dreh so mit dem Stiefel auf seinen Rücken und guck richtig, richtig böse und möchte gern einmal auf Einschüchtern würfeln. Mit Gewalt drohen. Und ohne zu gucken, weiß ich, dass ich da 5 Qualitätsstufen raus habe. Ja, er wirkt sehr eingeschüchtert und aber dann müsst ihr mich auch schützen. Wie stellst du dir das vor? Willst du unsere Gruppe begleiten oder was? Wir gehen zum Schlangenfriedhof. Wohin? Na, in die Gebiete des Dschungels, wo die Echsenmenschen herrschen und ein Heiligtum haben. Was? Ihr wollt zu den Echsenmenschen? Ja, willst du Ihr seid doch mit? nicht ganz dicht. Okay, dann musst du dir wohl was anderes überlegen. Willst du Schutz? Kommst du mit? So einfach ist das Geschäft. Na gut. Und ihr schleppt den armen Kerl dann wahrscheinlich erstmal aus dem Raum hinaus. Zu Harley Jean. Müssen wir den Leichnam auch mitnehmen und den bei dem Chef abliefern? Untermauerung unserer Argumente, vielleicht. Also ich schleppe des Nachts keine Leichen durch eine Stadt. Das ist ein Argument. Ja, hast wohl recht. Mach ich einfach nicht. Wir verlassen die Gruppe einstweilen und richten unseren Blick auf jemand ganz anderen, nämlich auf Borealas. Oh Gott, den Namen muss ich echt üben. Borealas. Und ja, Borealas hat lange geübt, lange meditiert, lange gebetet, lange dafür gekämpft, was er jetzt werden darf. Kniet in dem abgedunkelten Raum, in dem Kerzen brennen und das einzige Licht erfüllen, Weihrauch geschwängert. Und vor ihm die ganze Schar der Menschen und Männer und Frauen, zu denen er aufsieht. Und hallo Mensch im Hintergrund. Welcome on the Internet. Zu den Menschen, Männern und Frauen, zu denen er aufsieht. Denn er möchte einmal genauso werden wie sie. Sein ganzes Leben darauf hingearbeitet. Seine ganze Jugend darauf hingearbeitet. Manche würden sagen, seine Jugend verschwendet. Vielleicht sogar. Aber das ist Borealas definitiv nicht einzureden. Und so hört er in diesem Augenblick die letzten
Worte seines Mentors, die er ihm zuspricht. Und ich hoffe, dass mit dem Einspielen klappt das jetzt. Und ihr hört das auch, was Borealas da jetzt gerade gleich hört. Ich probiere das einfach mal. Wenn altes Übel erneut seine Krallen ausstreckt, wenn Schlange und Adler gemeinsam den Nordwind reiten, wenn die Geister des vergessenen Volkes den Wolf heimsuchen, wenn der Schrecken der Meere den Wulf an die heilige Küste treibt, dann soll einer des erwählten Volkes hervortreten in des toten Schreckens Schlund, wo Licht und Schatten verborgen den wahren Weg zeigen. Nimm an, Bruder, Schwester, den Weg von Leben, Tod und von Schönheit, um zu beweisen, dass du würdig bist für den Weg der Geschwister. Ja, mit diesen Worten deutet man dir, dich zu erheben. Die Worte, diesen Satz, diese Prophezeiung hast du schon oft gehört, wird jedem Neuen zugesprochen. Aber du hast irgendwann in dir das Verlangen, du wirst der Erste sein, der sie erfüllt. Ja, Borealas erhebt sich dann, verbeugt sich vor seinen Meistern . Ich bin bereit. Gut. Dann geh nun und warte in der heiligen Vorhalle auf deine erste Aufgabe. So soll es geschehen, Meister Frumolgin. Ja. Um dich herum schlagen und stampfen die Leute irgendwie auf die Oberschenkel, stampfen auf den Boden, während du dich erhebst, begleiten damit deinen Gang nach draußen, halt an den Händen, an den Wänden wieder. Und du wartest. Kämpft er schwer darum, nicht zu grinsen. dass er es endlich geschafft hat. Ja, und in der heiligen Vorhalle, die du bis jetzt nie betreten dürftest, wo nur die wahren Mitglieder hinein dürfen und ihre Missionen empfangen, wartest du geschlagene 15 Minuten vielleicht, bis einer der alten aus einem Seitengang ebenfalls in den Raum hineintritt. Herzlichen Glückwunsch, Bruder, Schwester. Vielen Dank, Meister. Preiset die Schönheit. Preiset die Schönheit und die Wunder dieser Welt. So soll es sein. Bist du bereit für deine erste Aufgabe? Ja, Meister, das bin ich. Bist du bereit, alles zu tun? Du weißt, die erste ist die schwierigste Aufgabe. Allein wirst du sie beschreiten. Ich verspüre keine Furcht, Meister, nur Aufregung. Dann soll es so sein. Wer war dein Zimmergenosse während der Ausbildung? Vedrugian. Weißt du, warum er heute nicht in der Halle saß? Ein kurzes Zögern.
Meister der Klatsch sagt, dass sein Geist nicht reif war. Seit wann hast du ihn nicht gesehen? Lange, Meister. Du weißt, was das bedeutet. Eine Raupe, die versucht, die Hülle zu durchbrechen, kann kein vollendeter Schmetterling sein. Sie bleibt eine Raupe. Oder in seinem Fall ein hässlicher Wurm. Er grinst kurz. Das maß ich mir nicht an, die Schönheit eines Wesens zu beurteilen, nach dem, wie es aussieht. Aber die Art können wir beurteilen. Was tun Raupen für gewöhnlich? Fressen. Und genau das tut er. Und zwar in unserem Namen. Die Kleider fremder Leute schmücken einen niemals. So ist es. Du bist der Erste, der seit langer Zeit ohne seinen Bruder oder seine Schwester in die erste Aufgabe geht. Das können wir nicht so lassen. Du wirst deinen Bruder treffen. So schnell es geht. Und wie alles ein Ende hat, wirst du ihn beenden. Meister, ist meine, verstehe ich meine Aufgabe richtig, dass ich ihm zur Wiedergeburt verhelfen soll, auf das er über seine Fehler lernt im nächsten Leben? Natürlich. Ein Teil von mir ist darüber sehr betrübt. Die Wiedergeburt ist die einzige Chance für ihn, wieder im Namen der Geschwister Gutes zu tun. Er hat sich dem abgewandt. Sein Hass auf das Mittelreich ist größer als sein Wille, Schönes zu tun. Und wahrscheinlich auch noch getrübt durch den Hass auf uns, weil wir ihn darauf hingewiesen haben, wie unzulänglich er ist. Wie Meister Endrigian weise zu sagen pflegt, das treffende Wort kann den Dolch deines Gerkels die Schärfe nehmen. Weise. Ich würde tun, wie der Orden es wünscht. Dann geh. Und berichte, wenn du bereit bist, und das getan hast, was getan werden muss. Ist bekannt, wo die Raub sich zuletzt versuchte zu verpuppen? Man hat ihn vor ein paar Stunden gesehen, auf dem Weg hinüber zu diesem aufgekauften Motel, in dem der etwas wirre Magier Montagonus wohnt. Wahnsinn und Geistesschärfe sind so wie Rohr und Grohr, in ihrer Gänze vollkommen und doch so unterschiedlich. Eine Gruppe Mittelreicher ist in der Stadt angekommen und ist ebenfalls dort. Wahrscheinlich sind sie sein Ziel. Soldaten? Wer weiß das in Zeiten wie dieser schon genau?
Wir vermuten, dass er in seinem Verblendungshass versucht, sie zur Wiedergeburt zu treiben. Ich verstehe. Dann werde ich ihm den Preis der Schönheit lehren müssen. Dann geh. Er verbeugt sich, schnappt sich seine Waffen, die er jetzt tragen darf, denen er schon seit Jahren geübt hat. Was sind das? Das sind 2 Nachtwinde, eine Basiliskenzunge, ein Set Wurfsterne und ein Set Wurfdolche. Also schwer bewaffnet, der Gute. Wobei er die Sterne und die Wurfdolche unter die Kleidung packt und einen Umhang drüber legt, dass sie nicht direkt auffallen. Ja, und so verlässt Borealas das Gebäude hinaus ins bunte Treiben der Stadt. Es ist etwas, die Sonne geht bald unter, sagen wir so. Also gegen Abend. Und es dauert wirklich eine Zeit lang, bis du die Stadt durchquert hast. Natürlich nicht auf geradem Wege, sondern so wie man es dich gelehrt hat. Alle Straßen und Gassen ausgiebig genießend. Vielleicht auch auf dem letzten Wege über die Dächer oder durch die Kanalisation. Garküchen und Färbemittel. Und wie genau kennt Borealas den Redogian? Eigentlich sind sie fast Brüder. Also Brüder im Geiste. Er kennt sein Verhalten, er kennt seine Verhaltensmuster und er weiß, wie er denkt. Wenn dieser merkwürdige, zottelige Magier und Mittelreicher sein Ziel ist, wo würde er sich verstecken? Wenn er so arrogant ist und es alleine versucht, wird er sich vielleicht in die Verkleidung eines Dieners kleiden. Und ihn alleine abpassen, vielleicht bei einem Bart. Nun ist bekannt, dass dieser alte Magier keinen Diener hat, nur einen Lehrling, der alles für ihn tut. Vielleicht könnte er versuchen, einen Anschlag auf diesen zu verüben, um den Meister herauszulocken. Oder er verkleidet sich als eben jener. Als Lehrling. Ja, wie dem auch sei. Du wirst versuchen, es in Erfahrung zu bringen. Und erreichst mit Sonnenuntergang den Turm, in dem sich diese Magier aufhalten soll. Du siehst auch diese rosa Wolken, die oben aus dem Fenster rausquillen. Was für eine schöne Farbe. Ja. Und dann etwas, das große Tor zu dem Turm steht offen. Entweder ist dies eine willkommene Einladung oder eindeutiges Versäumnis. Wenn du dich näherst, hörst du alsbald Stimmen und Schritte, die die große Treppe heruntereilen. Mehrere Personen.
Fjanna Nasir Jalte, Hilpert von Pusperaiken, und Grancorium Montagonus und ihr Gefangener. Ja. Laut scherzend, ha! Oder nicht? Da verschwinde ich mal so lange in die Schatten. Mach mal eine Versteckenprobe. Okay, ich darf würfeln. Yay. Ich meine, es ist ja DSA, ne? Ja, ja. Moment. Probe. Oh oh. Bist du zu aufgeregt wahrscheinlich. Läuft gut. Ich glaube, den würde ich gleich mal chippen. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Die zwei nochmal würfeln. Ah, die erste. Läuft ja super. Besser. Ja. Das sind dann noch 3 Erfolgsgrade. Ja, mit den Schatten der Säulen, die in diesem großen Halle hier unten sind, verschmilzt Borealas. Der Mann des Ramadita will sich schon in die Ecke zwängen, da guckt er nach unten und sieht einen Kreischkäfer, der über seinen Fuß läuft. Hätte er sich jetzt bewegt, hätte der losgebrüllt. Also nimmt er die Pose des stillen Mungos ein, während er im Schatten hockt. Pose des stillen Mungos. Verzieh dich, du Käfer. Ich weiß, die Schönheit der Welt zu schätzen, aber jetzt gerade ist ungünstig. Ja. Ja, wer, Fjanna, Nasir oder Fjanna, wer geht vor? Ich denke, Jalte wird hinten den Gefangenen hinten sich herschleifen. Ja, ja, dann gehe ich wohl vor. Ja, vorne das Tor des Turms ist offen. Also, wo müssen wir jetzt hin? Dreh mich so halt nochmal um, so zur Richtung Treppe. So, wo wohnt der Halitin? Wir müssen zum Hafen. Na gut. Und trete hinaus in die Nacht und versuche mich so ein bisschen zu orientieren. Wir kommen ja auch vom Hafen, das heißt, wir müssen eigentlich nur den Weg zurückgehen, den wir vorhin gekommen sind. Sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Wir haben vorhin schon Schatten auf den Dächern gesehen. Ja, dann Nasir, wenn du so aufmerksam bist, dann mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Gerne. Erschwert um die 3 Qualitätsstufen von Borealas. Also Schwert um 3 oder soll ich 2 Qualitätsstufen abziehen? Nee, Schwert um 3. Okay. Dann habe ich... Sieht immer noch gut aus, würde ich sagen. ...einen Punkt, den ich ausgleichen muss, dann bin ich immer noch bei 3 QS. Ja. Du siehst diesen Käfer, wie er in den Schatten hineinkrabbelt vor dir und dann kurz anhält, weiterkrabbelt und dann irgendwie so einen Bogen schlägt in den Schatten rein, als ob da irgendwas stände hinter der Säule. Weil sonst wäre der Käfer gerade gelaufen. Kann aber auch sein, dass der Käfer einfach nur einen Schlenker gemacht hat. Aber warum sollte der das machen? Seltsam. Suche ich gerade mal. Du weißt aber auch, wenn du eine Tierkundeprobe mal machst. Warum machen? Ja. Also, dass da jemand. Theoretisch möglich, sagen wir es mal so. 1 QS. Ja. Du weißt, du kennst diese Art Käfer.
Du weißt, dass die reagieren, wenn irgendwas in ihrem Weg ist oder irgendwo, irgendwie, wenn die sich irgendwie gereizt sehen oder so, dann fangen die an zu brüllen. Und so ein komisches Geräusch von sich zu geben. Irgendein Hindernis muss da ja sein, wo er drumherum gelaufen ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es kein Mensch ist. Ja, sonst würde der Käfer wahrscheinlich gebrüllt, ja. Ja. Dann tue ich so sorglos in der Nachtluft umschauend, mache meine linke Hand hinter den Rücken und sage ich, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, ja. Sag mal, Jalte, weißt du noch, als wir das letzte Mal auf dem Blender getroffen sind, wie das gelaufen ist? Auf den Beorn? Und dann zeige ich hinter meinem Rücken auch nach rechts auf die Säule. Boah, erinnere ich mich nicht daran, ey! Ich krieg die Wut! Und ich guck, der zeigt in die Richtung, der muss irgendwas sein, was mich daran erinnert. Deswegen gucke ich da jetzt mal exakt hin und zieh die Axt. Da ist eine Säule. Auf die ich auch gezeigt habe. Ja. Mhm. Und von wütend auf hä? Gucke ich wieder zu Nasir. Machen wir eine geistige Notiz mit Metaphern, müssen wir nochmal üben. Hä? Was? Und ich steck die Achse. Was? Die verkacke ja oder was? Ist schon in Ordnung. Ihr tretet nach draußen. Und Hilpert, ich finde das total gut, dass ihr mir helft. Das ist, rechne ich euch hoch an. Vor allen Dingen euch, Frau Steinhauer. Und diese Berichte, die ihr da verfasst habt, über das, was ihr da gemacht habt im Norden. Ja. Kann ich die vielleicht haben oder so? Nachher? Also noch gibt es davon keine Kopien. Ich habe nur meine Tagebucheinträge. Ich könnte ihr ein neues Tagebuch geben und dann veröffentliche ich dir das, was ihr da geschrieben habt. Jetzt schon? Ich glaube, das wäre ein bisschen früh. Wir können ja noch gar nicht eine abschließende Bewertung der Ereignisse vom Lichte des Endes der Reise her und so wahrscheinlich. Es muss auf jeden Fall aufgeschrieben werden, wie ihr mit der Seeadler aufgebrochen seid in den Norden und dann diesen Kampf gegen die Seeschlange. Das fand ich besonders interessant, was ihr da erzählt habt. Und dann der Schiffsbruch. Ja. Mhm. Ja. Genau. Und wie war das noch mit diesem Schwertmeister? Der hatte Wölfe, habt ihr gesagt? Ja. Richtige Wölfe. Richtige Wölfe. Oh. Und warum nochmal hatte der sich zurückgezogen? Naja, im Grunde, ganz banal ausgedrückt, hatte der was mitgenommen, was nicht ihm gehörte und ist verfolgt worden. Und zurückziehen ist ja im Grunde auch nur ein Euphemismus für sich verstecken, nicht wahr? Ja. Von den Geistern, nicht wahr? Ich glaube, ich muss auch irgendwann, werde ich auch mal mich mit dieser Geisterbeschwörungssache auseinandersetzen müssen. Macht das ein spannendes Feld, zu dem sicher noch mehr Wissen angehäuft werden. Aber fragt den Kapitän Phileasson, den Fockwulf, fragt ihn doch nochmal, ob ihr das nicht jetzt schon veröffentlichen dürft. Ich glaube nicht, dass, aber, also ich kann ihn fragen, aber eigentlich will ich das jetzt gar nicht veröffentlichen. Ich möchte das als Gesamtwerk. Schade. Ja, ich weiß. Aber es wird veröffentlicht, aber nicht schon jetzt. Pass doch mal auf. Hilbert, wir sind hier
Jalte, du wirst mir zustimmen, wir sind hier auf dem Weg, eine epische Heldengeschichte mitzuerleben. Wie wir mit dem großen Phileason auf der großen Queste sind, gegen Beorn den Blender zu siegen und Zeugen dieses, also hoffentlich, ne, dieser wunderbaren Reise werden. Und wir können doch nicht jetzt was veröffentlichen, wo das dann so aussieht, als ob wir von Seeschlangen unser Schiff zerstört bekommen haben und jetzt hier auf Maraskan in der Belagerung gestrandet sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist richtig. Was denken die Leute denn dann von uns? Eben. Ah, das waren die Typen, die gut zugehauen haben, aber dann in Boran gestrandet sind. Genau. Siehst du? Ich glaube, der Käfer geht los. Okay, der Käfer fängt an zu brüllen, Nasir. Also brüllt der jetzt richtig? Hören wir das noch alle? Oder? Komisches fiependes Geräusch. Hat er sowieso vor, sobald wir da irgendwie semi aus Sichtweite sind, da mich irgendwie in die Seite, in den Schatten zu werfen und mal nachzuschauen, was da los ist. Mhm. Dann mach auch du mal eine Verbergenprobe. Agenten treffen Boran. Oh, die ist gut. In der Zwischenzeit ziehe ich meine Axt und guck mal, wo das Geschrei herkommt. Ja, du hast ja auch noch den Gefangenen, ne? Ja, meinetwegen. Ich habe ja immer noch eine Hand frei. Ja, das macht so ein komischer Käfer, der gerade aus dem Schatten rausläuft. Ich steck die Axt wieder weg. Ja. Gerade 3 QS für Nasir, okay. Mhm. Bemerke ich, dass er sich nähert? Ja, das Sinnesschärfe um 3 erschwert. Genau das andersrum wie eben. Nasir umrundet dich quasi von der anderen Seite. Ich glaube, da hat er mich tatsächlich geschlagen. Avis mit ihm. Eins. Ja, da ist er besser. Der Nasir. Tja, das verfall ich mich selber. Erst ist er ausgerutscht, als er das gehört hat, konnte die Körperspannung nicht mehr halten, ist dann voll mit der Hand gegen so einen aufstehenden Backstein geknallt und dann auf den Käfer getreten. Der das Weite sucht jetzt, der Käfer. Ja. Nachdem er draufgetreten ist, läuft er noch weiter. Was sind das für Käfer hier in Maraskan? Das sind ja so große... Ja. Es sind maraskanische Käfer. Ich glaube, mehr muss man darüber nicht sagen, oder? Genau. Ja, und dann kannst du dich mal beschreiben, wie was Nasir da sieht in den Schatten. Ja, da leben eine mittelgroße, mittelgroße Gestalt, recht kräftig gebaut, komplett dunkle Kleidung, einschließlich eines dunklen Umhangs, das jetzt verstohlen die Hand reibt und auf Roots vor sich hin flucht leise. Kannst du Roots? Nein, natürlich nicht. Noch nicht. Noch nicht, ja. Ich wollte es gerade sagen. Die grundlegende Frage ist, sehe ich, dass der ein Riesenarsenal bei sich hat? 2 Schwerter und Basilisten. Also ich denke, die Schwerter wird man erkennen, oder? Zumindest die Griffe ragen halt hier an der Seite hoch. Mhm. Ja. Und der ist schwarz gekleidet, so wie ein Attentäter. Mhm. Schleiche ich wieder zurück. Ja. Geh nochmal dem Jalte. Spreche ihn auf Torwahlig an. Okay, das Thema mit den Metaphern müssen wir nochmal üben, aber da hinter der Säule steht ein Typ in schwarz gekleidet mit 2 Schwertern auf dem Rücken. Der sieht aus wie ein Attentäter. Mhm. Alles klar. Halt mal den anderen Attentäter. Und ich hänge ihn da so hin. Ich wollte dir eigentlich helfen kommen. Du ziehst den Kerl so zu Nasir rüber. In dem Moment schlägt ein Bolzen einer Armbrust in den Hals deines Gefangenen. Okay. Kommt der aus der Richtung, in die Nasir gerade gezeigt hat? Nein.
Also wenn du es irgendwie. Ja. Kann, Jalte kann sowas mit Kriegskunst auf jeden Fall, ne? Ja, so ein bisschen abschätzen. Also der kam vom Dach, vom gegenüberliegenden Gebäude. Okay, dann schreie ich jetzt einfach Armbrustattacke! Und werf den Typen zu Boden und nehme den Schild. Halt so, ne? Ja. Was macht Fianna währenddessen? Ich meine, Nasir kann ja schnell wieder in das Gebäude, wo der Attentäter drin ist. Wo der Attentäter drin ist, super, ne? Hilpert schmeißt sich auf den Boden. Bin ja schon auf die Straße hinausgelaufen. Ne? Ich würde auf jeden Fall wieder Richtung Hauswand gehen und mich ganz flach an die Wand drücken. Einfach weil ich meine, gesehen zu haben, dass die Armbrust irgendwo vom Dach kam und ich nicht vom Dach aus getroffen werden will. Aber in das Haus muss ich jetzt auch nicht so unbedingt rein. Ich bleibe jetzt erstmal ganz dicht an die Wand gedrückt in mir und versuche hier so möglichst irgendwie im Schutz zu stehen. Hilpert versucht jetzt über den dreckigen, staubigen Boden Richtung so einem Fass zu kriechen. Ich brüll Hilpert hinterher. Alter! Wenn du auf dem Boden liegst, bist du ein größeres Ziel! In dem Moment rappelt er sich wieder auf. Ja. Und das ist gut so, was er sich gerade aufrappelt, denn in diesem Augenblick schlägt kurz da, wo vorher sein Kopf war, ein weiterer Bolzen in den Boden ein. Ich will mal hoch zum Dach gucken, wie viele Leute da sind. Ja, du siehst, das Dach ist in Schatten gehüllt, aufgrund des Sonnenstandes. Schwer zu sagen, mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Es wäre Nacht. Ja, genau, diese untergehende Sonne halt, ne? Ja. Okay, ja. Whatever GM says. Ja, wir wollten doch eigentlich den betrunkenen Hilpert nach der Nacht in der Kneipe nach Hause bringen. Es war ja schon Abend, als wir losgingen. Ja, stimmt, dann ist es Nacht, dann ist es halt noch schwerer, ja. Ihr habt recht, ja. Ich würde Hilpert irgendwie versuchen, am Schlafittchen zu packen und ihn noch weiter irgendwie hier zum Haus hinzuziehen, damit er mal aus dem Puschen kommt und da nicht noch länger auf der Straße rumstrumpft. Ja, okay. Du hilfst Hilpert und Nasir hat wie viel Qualitätsstufen? Mit der 17 dabei? Ja, gar nicht so viele. Zwei. Zwei. Das reicht mir, dass du eine Gestalt mindestens erkennen kannst, die da oben ist. Problem, wenn jetzt. Also, ich will ja auf keinen Fall in das Haus zurück, weil da ist ja ein Attentäter drin. Meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt hier keine Deckung habe, würde ich mich an der Hauswand erstmal hinknien oder so in die Hock abhocken, meine Schleuder rausnehmen und die laden. Das dauert zwei Aktionen. Ja. Also, ich sehe das richtig. Die Armbrusttypen haben mir meinen Gefangenen erschossen. Ja. Das Haus rein. Den du im Arm hattest, im Schützkasten oder so, ne? Also, das muss ja irgendwie knapp, so wie du es gerade gezeigt hast, irgendwie knapp über deinen Arm hingegangen. Ja. Egal, keine Zeit darüber nachzudenken. Ich brauche einen neuen Gefangenen. Ja. Morianas, da draußen ist gerade irgendwie Aufregung. Ja. Dann da ist ja auf jeden Fall also Nasir mit seinen scharfen Augen kann mit Sicherheit sehen, dass sich dann von der Säule ein Schatten rasend schnell löst und anfängt quer über den Platz zu hechten. Ja, aus dem Tor raus. Ja. Also, auch gezielt an Nasir vorbei. Ja. Ja. Das dürfen wir dann noch aber auch alle sehen. Ja, definitiv. Ja. Also dann, er ruft dann noch auf Tulamidia ein, geht in Deckung. Und dann rast er Nasir schon vorbei und schlägt dabei Salti. Also Moment, ich höre jetzt in einer Sprache, die ich noch nie gehört habe. Rachen. Ja, Tulamidia hat Abdul schon ein paar Mal gesprochen. Also ganz unbekannt ist die Sprache dir jetzt nicht. Okay, allerdings kannst du sie nicht, ja. Und ich verbinde sie mit Abdul, okay. Nasir und Fianna dürften das verstehen, ne? Ja, ich kann Tulamidia. Ich auch. Ja, also. Da brüllt dann halt einer, springt so 3 Meter vor mir entlang, brüllt, ich schmeiß meine Axt hinterher. Alte, er hat gesagt, aus dem Weg. Schmeiß mal, eine Attacke bitte.
So schnell bist du nicht. So schnell bin ich nicht. Das aber war ein kurzer Auftritt von Borealas. Aber es ist ja nicht meine Wurfaxt, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so treffen. Nee, nicht getroffen. Ja. Borealas, neben dir schlägt so eine Streitaxt ein. Auf den Boden. Ist gerade noch so ein Salto drüber gemacht. Ja, man sieht das auch, die Axt so aus den, fliegt so auf ihn zu, so aus dem Augenblick entscheidet, die war zu dem, duckt sich, macht eine Flugrolle, rollt sich ab, springt wieder hoch und rennt weiter, wobei er im Laufen die Schwerter zieht. Drauf. Ja. Ja, Fianna hat jetzt Hilpert hochgeholfen, und kniet hinter so einem Gespann, hinter so einem Wagen, der da irgendwo in der Gasse stand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Redo! Ich würde auf jeden Fall Hilpert weiter Richtung Wagen schieben und mich so ein bisschen vor ihn setzen. Und ich habe in einer Hand ja sowieso immer meinen Stab, aber die andere habe ich jetzt auf das Heft des Schwertes gelegt. Falls hier einer kommt, ziehe ich das Schwert und bin bereit zu kämpfen. Aber ich würde erstmal hier in Deckung bleiben. Der müsste dann schon vom Dach runterkommen, weil gegen eine Armbrust lege ich mich mit dem Schwert nicht an. Da habe ich keine Schnitte. Na, sie hat seine Armbrust oder seine Schleuder geladen. Darf als nächstes agieren. Ja, du hast jetzt zwei mögliche Ziele. Einmal die komische Gestalt, die an euch vorbeigelaufen ist. Oder die Gestalt auf dem Dach. Also ich kombiniere mal. Er könnte ja auch zu seinen Kumpanen auf dem Dach gerufen haben in Deckung. Aber dann würde er nicht darüber laufen, sondern würde mich einfach links machen. Ja. Also gehe ich mal davon aus, dass er zu uns sagte in Deckung. Warum ist mir noch unklar, aber ne. Jacke ist mir, Hemd ist mir näher als die Hose. Ich suche mir ein Ziel auf dem Dach und ja, schieße er. Lasse die Kugel verliegen. Keinen W20-Wurf. Gut, das müssen. Er hat da noch kein Makro. Nicht vorbereitet, der Mann. Ne, für 3D20. Aber sieht gut aus. Ja, das heißt, wir kämpfen zu wenig. Ja, denke ich auch. Das versuche ich gerade zu ändern, wenn du das nicht aufgefallen ist. Was denn? Achso, ja. Wuchtschläge für die Alte. Hätte ich getroffen, wenn ich keine Modifikatoren kriege. Jetzt müssen wir natürlich nochmal sehen. Die Schleuder hat mittlere Reichweite 25 Meter. Wenn das jetzt weiter weg ist als 25 Meter, dann. Ja, ist leider ein bisschen weiter weg, ja. Zumindest auch noch so nach oben und so. Der Berti. Deckung und. Ja, dann schieße ich vorbei. Ja. Knapp verfehlst du die Gestalt. Jalte, was machst du? Also ich gehe mal davon aus, dass ich so an der gleichen Mauer wie Fianna und Hilpert kauere. Ja, dann versuche ich die beiden einfach mal so hinter meinem Schild in Deckung zu bringen. Also so, dass wir möglichst alle drei hinter dem Schild irgendwie. Ja, also ihr seid schon vor der Richtung, wo der Bolzen herkam, durch den Wagen geschützt. Also da brust ist das Schild nicht mehr. Vielleicht so nach oben, aber. Ja, genau. Dann mache ich das. Also schützt die beiden. Okay. Okay, Borealas. Du bist gemütet. Natürlich bin ich das. Er ruft einmal Redo, mal gucken, ob seine Reaktion erfolgt. Ansonsten sprintet er einfach weiter, so schnell er kann, auf das Haus zu und versucht dann quasi parkourmäßig an der Hauswand hochzuspringen. Ja, dann mach mal eine Akrobatikprobe. Ja, und bei meinem derzeitigen Würfelglück breche ich mir das Kreuz. Oh ja, ich sehe es kommen. Unglaublich. Schicksalspunkt. Nö, das schaffe ich. Oho. Oho. Kaikuku. 2 QS. 2 QS, okay. Ja, was Nasir beobachten kann, Jalte, Fianna wegen dem Schild und dem Wagen jetzt nicht so.
Was Nasir beobachten kann, ist, dass diese dunkle Gestalt halt, ne, irgendwie sehr elegant über zwei Schwerter ziehend halt über den Hof gelaufen ist und dann halt Redo ruft und in dem Moment sich die Gestalt oben auf dem Dach, die Nasir ja auch fixiert hatte wegen dem Schuss, sich in diesem Augenblick die Gestalt halt ein bisschen so aus dem Schatten löst, du halt auch so einen Umhang erkennen kannst und du meinst, ja, dass die wegläuft. Ja, dann mache ich mich auf, rufe Jalte, er flüchtet übers Dach. Ja. Und renn halt in eine Gasse an dem Haus vorbei. Ja. Ja, also. Wenn Jalte an dem Schild vorbeiguckt, kannst du gerade noch sehen, wie da so eine Gestalt von Dach zu Dach hüpft. So. Ah ja, alles klar. Ja, dann versuche ich Fersengeld zu geben und versuche im Laufen auch noch meine Axt irgendwie wieder aufzusammeln. Ja, dann musst du wieder zurück auf den Platz und die Axt aufheben. Nee, dann ziehe ich meine kleine Axt und. Kleine Axt ist auch gut, ja. Axt genau. Ist Axt. Ja, dann sammel meine Axt ein! Und meine kleine Axt. Ich lauf schon. Ja. Renn hinterher, Schild und Axt. Fianna sieht das Ganze auch. Ja, ich sehe das auch und ich bin gerade noch nicht so sicher, ob ich die Verfolgung mit aufnehmen will. Aber ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn wir als Gruppe zusammenbleiben und ich packe mir Hilpert und ziehe ihn auch mit hinterher. Komm, die jagen wir jetzt. Okay. Ja, Borealas mit einigen gekonnten Manövern hast du dich zuerst auf so ein kleines Vordach und dann von dem Vordach irgendwie an den Fenstersims an so einer Fahnenstange entlang oben aufs Dach geschwungen. Das ging fast wie in einem Guss. Ja, aber dein Gegenüber hat das kommen sehen, ist halt schon von dem einen Dach aufs andere rüber gesprungen. Ja, ich denke mal, du setzt nach. Oder ja, möchtest also du deine Fernkampfwaffen benutzen schon? Die ist außer Reichweite. Okay. Ja, Nasir und die alte Spurten unten hinterher. Fianna etwas dahinter. Dann ja, inwieweit sind die denn jetzt weg von uns? Ja, von dir und Jalte jetzt gar nicht so weit, weil ihr da irgendwie an dem Karren wart. Ja. Keine Ahnung. So auf dem nächsten Haus oben. Ich würde auf jeden Fall auch von Hausdach zu Hausdach springen. Ja. Dann würde ich den tatsächlich mal in Ignifaxius hinterherjagen. Okay. Tue das. Du lügst über dich im Gerberviertel. Das war Boban. Was ist denn heute los? Heute sind die hohen Zahlen irgendwie so gefragt. Ist heute D&D-Zeit oder was? Wahrscheinlich. Schip, schip, schip. Ja, schip, schip, schip wird hier geschrieben. Schip, 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 ja. Wir alles nochmal. Schippen. Eine Chip. Ein Schicksalspunkt. Ach so, okay, ja. Schip, schip. Oh. Jetzt irgendwie an. Braucht der Jalte nicht gleich gehen, deswegen. Nein. Das sieht besser aus. So, ja. Jetzt, bitte. Feuer. Wie schnell kommt der? Der braucht zwei Aktionen. Das zwei Aktionen, also relativ fix. Ja. Ja, aber man muss ja erstmal auch schön hier in der Hand wachsen und dann. Ja. Die Alte hinter dir wird es ein bisschen warm. So. Ja. Während du unten weiter spurtest, Nasir sieht so, der ist ja, der hängt noch ein bisschen weiter zurück, weil er irgendwie in einer anderen Position war. Siehst irgendwie, dass Fianna gerade so einen Feuerball in ihrer Hand irgendwie wachsen lässt, die alte nach vorne gestürmt ist. Und dass die schwarze andere Gestalt eben aufs Dach gesprungen ist und jetzt auch noch hinterherläuft. Ja gut, wenn ich ja eh weiter zurückhänge, ich dachte, ich wäre noch vor Jalte da, ja. Dann würde ich natürlich halt das Axt nehmen, bevor die geklaut wird. Dann der andere ist halt
in Richtung Jalte und Fianna geflohen. Deswegen sind die näher dran als du. Ja, ist okay. Ja. Die Situation fällt im Kopf. Ja. Passt. Brenn! Ja. Blöd, Mann. Brenn! Ja, mach Schaden. Schade. Wir machen Fianna noch zu einer richtigen Torwarnerin. Mit Feuer. Da muss ich stoppen. Hat er getroffen? Ja. Ja, okay. Ja. Zieht nicht auf eine Zwergin, ja. Nee, echt jetzt. Wirkungsdauer sofort. Ich war schlecht vorbereitet. Ich muss hier erst noch meinen Zauber raussuchen, damit ich sehen kann, wie viel Schaden. Ja. Während die Feuerlanze da nach oben schießt und der andere getroffen wird, können Jalte, Nasir und Nasir wird wahrscheinlich nur hinterherlaufen. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, die und vielleicht während dem Laufen seine Steinschleuder neu laden. Ne, wie gesagt, ich habe erstmal die Axt geholt. Wenn ich jetzt eine Axt dabei habe, da lade ich ja keine Steinschleuder. Okay. Das ist zu unhandlich. Jalte sieht diesen Feuerstoß an sich vorbeifliegen. Und die Gestalt oben auf dem Dach treffen und Borealas auch. Gut, dass das Schätzchen auf meiner Seite ist. Rerion tippt irgendwas. Kippt der denn um, oder? Ich warte noch auf den Schaden. Ach so. Kommt auf die TP an. Bei jetzt 2 TP oder so, da würde er dich jetzt nicht so. Der ist der bestimmt, ja. Und es gibt ja auch noch eine Wahrscheinlichkeit, dass der Feuer fängt. Mhm. 11 Schaden, genau. Ja. Und ich muss gerade noch mal gucken, irgendwie entflammbare Ziele erhalten bei 1 bis 3 auf einem W6 den Status brennend. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 11 Schaden ausgewürfelt und willst du nochmal ein W6 hinterher werfen, ja, mach mal. Ob der brennt. Jawohl, brennt. Okay. Also der wollte sich gerade so über so eine Brüstung irgendwie gehen, Boden irgendwie vom Dach herunter bewegen. Sich ja gerade so irgendwie hochgeschwungen. In dem Augenblick trifft ihn die Feuerlanze, schleudert ihn zur Seite, sodass er anstatt irgendwie nach unten zu springen oder gezielt vom Dach herunter zu springen, wieder auf das Dach zurückgeworfen wird und in Flammen aufgeht. Borealas gerade hinterhergesprungen auf dem gleichen Dach jetzt, Jalte unten am Haus angekommen. Nasir kurz dahinter, an Fianna vorbeigelaufen, mit der großen Axt von Jalt in der Hand. Das kam jetzt etwas unerwartet. Ja. Ich nehme mal an, er schreit. Ja. Ja. Wälzt sich auf dem Dach halt hin und her, um die Flammen irgendwie zu ersticken. Bin ich am schnellsten bei ihm, oder? Du bist zumindest auf dem gleichen Dach. Jalte müsste erst hochklettern. Dann endlich zu ihm hin. Mhm. Willst du hochklettern, Jalte? Ja, möchte ich. Da muss ich aber erstmal eine Waffe für wegstecken. Also es dauert ein bisschen. Okay, dann kannst du aber schon mal eine Kletternprobe würfeln. Das tue ich gerne. Klettern. Oh, guck mal, so würfelt man. Torwaller müsste man sein. Ja, ist ja auch der purpurne Würfel. Ja. Nasir, wenn du auch hinterher willst, dann kannst du auch schon mal klettern. Ja. Vier Qualitätsstufen im Klettern. Ja, locker. Ich werde erstmal schauen, dass ich diese Axt sinnvoll an meinem Gewand verstauen kann, weil irgendwie so mit einer Axt in der Hand irgendwo hochklettern. Ja.
So ein guter Kletterer ist Nasir auch nun wieder nicht. Mhm. Und zu deiner Frage, ja. Machen wir gleich. Obwohl. Oh. Körperkraft hat mich auf ein QS runtergezogen. Aber ja, das reicht. Gerade im so, Jalt ist wesentlich schneller und graziler als du, was das angeht. Aber du hast ja auch die dicke Axt auf dem genau, Rücken. Genau, die behindert halt. Behindert, ja. Ja, als Jalte hochklettert, sieht er noch das Folgendes, was Borealas mit dem anderen da anstellt. Du hast ja ein bisschen Vorsprung. Also er rennt zu ihm. Wie weit sind die Flammen denn erstickt? Ja, die sind, also der hat die so gut wie erstickt, als du ankommst. Dann würde ich mich in wenn er versucht, sich so ein bisschen aufzurappeln, würde ich ihn versuchen anzuspringen. Mhm. Und ihm er liegt das, noch auf dem Boden, also er rappelt sich nicht gerade auf. Er musste ja gerade erst die Flammen ersticken. Also. Dann würde ich ihm das Schwert an den Hals legen, also das Nachtwind, und mich auf seinen Rücken stellen, also einen Fuß auf seinen Rücken. Mhm. Redo. Das sehe ich ja wahrscheinlich gerade, wenn ich mich hochstemme. Ne? Mhm. Ich versuche mich so schnell wie möglich vor den beiden aufzubauen, ziehe Skryer und Schild. Ja. Und auf welcher Seite stehst du? Also er scheint dich gerade gar nicht wahrzunehmen. Er ist völlig in den Mann, der unter ihm liegt, fixiert. Hörst du mich, Redo? So weit hätte es nicht kommen müssen. Kommt nur so ein Gestammel irgendwie raus. Ein Teil seines Gesichts ist von dem Feuer irgendwie ziemlich verbrannt. Du hast dir die Schwester Sinnesflamme der Erkenntnis anders vorgestellt, nicht wahr? Was du hier? Ich bin deinetwegen hier. Nein, das kann nicht sein. Bereust du, was du getan hast? Nichts Verwerfliches. Dass du uns verraten hast, uns den Rücken gekehrt hast. Niemals. Und was hast du mit diesem verdammten Geldwechsler zu schaffen? Er ist der Einzige, der für unser Volk noch kämpfen vermag. Nicht so verweichlicht wie die Bruderschaft. Und du glaubst, auf diese Weise befreien wir Maraskan von den Gareten? Freiheit für Maraskan. Borealas Freiheit. Du warst mein Bruder. Und ich wünsche dir, dass du im nächsten Leben zur vollen Einsicht gelangst. Eins will ich dir mit auf den Weg geben, damit du darüber nachdenken kannst. Diese hier erfüllen die Prophezeiung, so wie es scheint. Mhm. Begegne der Schwester. Und dann, wenn Jalte nicht einschreitet, würde... Das ist dann wahrscheinlich das Letzte, was Jalte irgendwie noch, irgendwie vielleicht doch so die letzten Worte auf Gareti, damit die anderen das hören können. Oder machst du das alles auf Uts? Sie wird dann kurz hochgucken zu Jalte, also dich jetzt tatsächlich zum ersten Mal wahrnehmen, regelrecht. Begegne der Schwester. Auf akzentfreiem Gareti. Und dann mit dem Nachtwind ausholen.
und den Enthaupten. Ich finde, das ist eine gerade eine schöne Stelle, um eine kleine Pause zu machen. Wir machen mal eine ganz kurze Verschnaufpause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Thank you.
So, da sind wir wieder. Und ein enthaupteter Mann auf dem Dach. Jalte und Nasir direkt hinten dran. Dann würde ich das Tutsackmesser, so das Blut wo das Blut so runterläuft, einmal an seiner Kleidung abwischen, also einmal ausklopfen, dann abwischen, dann ziehe ich ein weißes Tuch unter meiner Kleidung hervor, gehe damit einmal drüber, kreuze die Klingen, wenn ich so über ihm stehe, und verbeuge mich in seines Leichnams. Ich reiche ja, halte mal seine Axt drüber. ohne den Blick abzuwenden, stecke ich meine Skraja weg, greife die Axt. Danke. Ja. Und ich rufe dem Kollegen, der da gerade aus irgendeinem Grund zu seinem Feind betet, zu: Pass mal auf! Du erklärst uns jetzt, was das hier soll. Und dein Kopf ist nicht der Nächste, der hier übers Dach rollt. Führen wir das Gespräch da jetzt auf dem Dach weiter? Also dann müsste ich wohl auch noch hochklettern und Hilbert vielleicht siehst, auch. Du siehst Jalte und Nasir da oben an der Kante vom Dach stehen. Die andere Person siehst du gerade gar nicht so richtig, ist auf der anderen Seite des Daches. Aber vielleicht, wenn du kannst, kann man zwischen Jaltes Beinen und dem Schild noch irgendwie den Kopf erahnen oder so. Also den rollenden Kopf, nein. Ja, der ist auf der anderen Seite runtergekippt. Aber du kannst natürlich auch oben klettern. Ja. Was ist denn jetzt da oben? Gefahr gebannt oder was? Muss ich noch hochkommen? Oder kommt ihr wieder runter oder was passiert denn da jetzt? Dann steht ein Fremder, der gerade einen anderen Fremden exekutiert hat, und Jalte will wissen, was los ist. Das finde ich gut. Jalte, frag das mal, krieg das mal. Ja, dann dreh ich mich um, also jetzt komplett wieder zu euch. Hab die Nachtwinde, mach einmal so. Also mit einer blitzschnellen Bewegung drehe ich die Griffe in eure Richtung und leg die vor mir auf den Boden. Das Gefühl, wir sind mit den Geflogenheiten hier nicht so ganz vertraut, ihr Alter. Und verbeuge mich. Naja, auch höfliche Mörder sind Mörder.
Der Weise sagt, das Gebrülle eines Mannes kann an einem anderen Ort einen Sturm auslösen. Klingt gut, nehme ich in Kauf. Kannst du mir jetzt mal eine Erklärung bieten hier? Für was genau, Fremdigi? Zum Beispiel, warum du dich in dem Haus verstecktest, in dem wir waren? Ah. Ich mustere dich eingehend. Ein Mann mit scharfen Augen. In der Tat. Und eine Magierin. Richtig. Ich bin sehr erleichtert, der Alte, dass hier in Maraskan nicht normale Menschen auf Feuer schmeißen können, nicht nur Magier. Nur wenn sie Maraske zu sich genommen haben. Er lächelt. Zieht die Augenbrauen hoch. Aha. Das waren jetzt, glaube ich, 8 Sätze, die nichts mit meiner Frage zu tun hatten. 2 hast du noch. 10 ist eine ziemlich ungute Zahl. Vielleicht 9. Nehmen wir einfach noch 2 weitere hinzu. 12 ist eine gute Zahl. 11 hast du schon verbraucht. Die 12 gebe ich dir. Du hast jetzt noch einen Satz, um zu erklären, was das sollte, oder dein Kopf rollt. Schaut noch mal nach unten. Dies hier bedeutet dann auf den Leichnam, war ein alter Freund von mir, der entweder Rakorium, Montagunus oder Hilbert von Pusbereiken töten sollte. Vielleicht auch euch oder in einer bestimmten Reihenfolge, da bin ich mir nicht sicher, was in seinem kranken Verstand vor sich ging. Und ich wurde ausgesendet, um dies zu verhindern. Es gibt hier schon genug Gewalt durch Garejas. Wir brauchen nicht noch offenen Mord an berühmten Magiern, die man nachher noch den Maraskanern wieder weiter die Schuhe schieben kann, um die Besatzung noch weiter zu legitimieren. Naja, in die Schuhe schieben muss man es denen ja dann nicht. Nun, aber die Garejas unterscheiden nicht zwischen Maraskaner und Maraskaner. Nichts für Unmut, Gareja. So zu Fianna runter. Jetzt gucke ich wirklich beeindruckend, dass er zwischen mir und Fianna unterscheiden kann. Wow. Also wenn ich jetzt hier schon... Ach so, er meint, ach, Garejas sind Frauen. Ich bin Borealas. Guckst du zu Nasir? Ich denke, das ist sein Vorname. Wir sollten uns vorstellen, Jalte. Ja, sehe ich ein. Aber die Frage ist, vertraust du ihm? Natürlich nicht. Vertrauen muss verdient werden, Jalte. Dann nicke ich dem fremden Borealas zu. Mein Name ist Nasir Ibn Zahir Al-Masrem. Könntet ihr nochmal näher ausführen, warum ihr den Auftrag hattet, Herrn Pusbereiken und uns zu schützen? Wer daran Interesse hat? Dann sieht Friedensbanner. Er lächelt. Ich hab nicht verstanden, was? Nansic Friedensbanner. Dein Name? Nansic Friedensbanner. Wir sorgen dafür, dass übereifrige Maraskaner nicht übereifrig bei Garejas werden.
Anna nicht überreif rückt beim Garytos werden. Also, so. Und ich zeig's mir mit meiner Axt auf den Kopf. Mhm. Und nebenbei... bin ich Fremdenführer für Maraska. Hm, das trifft sich gut. Kennst du zufällig den Weg per Land zum Friedhof der Seeschlange? Er verbeugt sich sehr tief vor dir. Das ist ein Ja. Wenn altes Übel erneut seine Krallen ausstreckt, wenn Schlangen und Adler gemeinsam den Nordwind reiten, wenn die Geister des vergessenen Volkes den Wolf heimsuchen, wenn der Schrecken der Meere den Wolf an die heilige Küste treibt, dann soll einer des erwählten Volkes hervortreten in des toten Schreckens Schlund, wo Licht und Schatten verborgen den wahren Weg zeigen. Nimm an, Bruder, Schwester, den Weg von Leben, Tod und von Schönheit, um zu beweisen, dass du würdig für den Weg der Geschwister. Klingt wie eine Prophezeiung. Ja, ich kenne sie seit kurz nach meiner Geburt. Schau nochmal, Jalte, an. Kommt dir das bekannt vor, lieber Jalte? Jalte hat das Gesicht von... Hä? Diese Prophezeiung beschreibt unsere Reise. Allerdings in sehr komischen Worten. Ja. Diese Prophezeiung existiert seit Ordensgründung in unseren Reihen. Wir dienen dem Wolf, von dem du sprichst. Das habe ich gehört. Als ich merkte, dass der springende Mungo nicht gegen den Brüllkäfer ankommt. Dann solltest du dein Anliegen, uns zu helfen, dem Wolf vortragen. Gut. Ich stoß Nasir so an. Nasir, wir haben Kortet abgegeben. Ock, Wolf, Phileason. Ah! Der Wolf. Boreas lächelt Jalte an. Aufgewirbelter Staub stört nicht die Vorangehenden, sondern die Folgenden. Ja, damit erzählst du mir nichts Neues. Ich mach das immer ganz gerne, damit die hinter mir nicht so gut sehen. Er lächelt breiter. Nun gut, Fiana wartet. Er nimmt die Nachtwinde schlägt dann den Oman kurz zurück. Man sieht Blitz, Blitzen von Metall, Blitzen von Metall, Blitzen von Metall, Blitzen von Metall. Nee, das Brünieren habt ihr hier noch nicht erfunden, aber anderes Thema. Geht zur Dachkante oder darunter. Weiß ich auch nicht. Ich habe ja auch nur einen Teil gehört. Ich nehme mal den Körper mit, weil den muss ich ja abgeben, mit Sicherheit. Aber wenn der Schlimmes im Schilde führen würde, dann hätte Jalte den nicht hier zu uns runterklettern lassen. Ja. Also dann komme ich an mit einem enthaupteten Kopf. Also mit einem enthaupteten Körper und den Kopf nehme ich auch mit. Also plopp, einfach in so einen Beutel, plopp, völlig teilnahmslos. Streut was auf den Stumpf und es macht ein kurzes zischendes Geräusch und es hört auf zu bluten. Interessant. Verbeugt sich dann vor Fiana. Unverhebert von Fuß bereit. Der zieht sich so seine Mütze wieder ein bisschen aus dem Gesicht. Wer seid ihr denn?
Borealas. Bruder, Schwester. Ja, verbirgt sich ebenfalls. Also man merkt, dass er hat das gelernt. Das irgendwie, ne? Mein Name ist Hilpert von Puspereiken. Das habe ich mir gedacht. Mhm. Adeptus Minima. Minimus. Ganz der ruhig, Hilbert, er hat den Auftrag, euch zu schützen. Der edle Mensch ist mit einem Edelstein vergleichbar. Man muss ihn schleifen, um seine wahren Qualitäten hervorzuholen. Das sagt Meister Ancorium auch immer. Das war eine alte exische Inschrift, hat er gesagt. Aha. Was ist das Wasser? Ja, er antwortet dir auf Rissa. Genau, so sehe ich das auch. Meine Hand wandert sehr deutlich wieder zur Axt. Borealas lächelt freundlich. Einen sprachkundigen Kollegen gefunden zu haben. So, Borealas, ja? Du bist also jetzt hier und sollst Hilpert beschützen. Mit einem ganzen Arsenal an Waffen und ein paar Kalendersprüchen dabei machst du dich jetzt hier auf den Weg mit uns, ja? Oder wie sehe ich das? Nun, ich denke, mein Kopf kann er übrigens zum Schutze beisteuern. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Beschützer habe. Das hatte ich noch nie. Ich fühle mich irgendwie stark. Zieht wieder die Mütze aus dem Gesicht. Hochmut kommt vor dem Fall, Wettermagister Minima. Der über 2 Meter große Typ, der ihm gerade den Schild über den Dez gehalten hat, als jemand versucht, ihn zu ermorden, guckt ein bisschen merkwürdig. Ja. Nicht falsch verstehen, Meister Torvala. Aber wie war noch mal euer Zuname eigentlich? Meiner? Mhm. Die Torvala haben doch alle immer so einen klingenden, fantastischen Namen, der beschreibt, was sie Gutes getan haben. Es ist schon spät, wir müssen los, bevor... Meinen Ellbogen in die Rippen. Au! Vorsichtig natürlich. Nicht mit Karacho. Aber vorsichtig. Hilbert. Ganz schlechtes Team. Der Mensch kennt seine Schwäche so wenig wie der Ochse seine Stärke. Auch das sagt Meister Untergonus meistens. Immer wenn ich gekocht habe, sagt er das. Dazu spare ich mir die Weisheit. Oft gesparte Weisheiten kommen zu gegebener Stunde zu viel besserer Blüte. Dann spart ihr die mal auf! Er lächelt dich wieder unglaublich freundlich an. Aha. Ja, nun denn, Borealas, was machst du jetzt genau? Du passt auf Hilpert auf, ja? Und auf euch. Und auf uns. Tatsächlich. Nee, schlägt er mal ach so, auch auf die anderen? Guckt so ein bisschen enttäuscht. Und also der Mann da drunter ist noch ziemlich jung. Anfang 20. Ein etwas mehr als schulterlange braune Haare. Ein sauber gestutzter brauner Vollbart. Ein sehr ebenmäßige, weiche Gesichtszüge, ein sehr schöner Mann. Eine gezackte Narbe zieht sich über das Auge, hier an der Seite ziehen sich mehrere Narben entlang. Und das, was das Ganze so ein bisschen seltsam macht, er hat fast schon leuchtende, bernsteinfarbene Augen. Mhm.
Sagt so, so, es, seid ihr sicher, dass in euch kein Elfenblut fließt, wenn ich eure Augenfarbe so sehe? Nicht, dass ich wüsste, aber wir Maraskan sind ja mit jedem verwandt. Er schmunzelt wieder. Aha. Vielleicht habe ich einen Großoheim siebten Grades, der mal eine Garküche betrieb mit einer Elfe, wer weiß das schon. Stehe. Und jetzt, wir wollten ja eigentlich zu diesem Versteck von diesem. Ja, und da gehen wir auch immer noch hin. Aber wir wissen doch jetzt gar nicht mehr, wo es ist. Ich schau mal Borea das an. Am Hafen irgendwo? Und bist du nicht da gewesen, um Geld zu leihen? Das war nicht am Hafen. Das war auf dem Marktplatz. Du kennst dich zufällig den Aufenthaltsort Borealas von Harley Jinn? Wenn er sich nicht spontan vermehrt hat wie die achtfüßige Kakerlake, dann schon. Gut, dann führ du die Gruppe an. Dir nach. Bitte. Ihr habt euch Geld von diesem Mann geliehen? Ich zeige auf Fußball. Ich hoffe, ihr habt die Verträge richtig gelesen. Naja. Eigentlich nicht. Eigentlich gab es niedergeschrieben nicht so viel. Ich kann ja finden. Sehr gut, Alter. Erklärt mir nochmal, warum und wie ihr Magister wurdet. Ich, naja, bin in die Lehre zu Meister Rancorium gegangen, weil sonst keiner wollte. Dass man Händel schriftlich niederlegt, besonders wenn es um Geld geht. Ja. Dahinter ist man schlauer, ne? Erwachsen sein. Kann man nicht alles immer im Kopf haben. Ich habe schon genug Schwierigkeiten damit, die Anti-Zauber gegen Meister Rancoriums Nebel immer... Mein lieber Freund, ein Ratschlag für die Zukunft. Erwachsen sein heißt, die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu tragen. Und nichts anderes. Ja. Ihr seid ein weiser Mann, Nasir. Danke. Ich glaube, da habt ihr recht. Das Leben war mir ein guter Lehrer. Irgendwann bin ich auch mal ein ausgewachsener Magister, so wie Frau Steinhauer. Ja, und ich schaue so ein bisschen auf Hilbert. Ja. Und es ist umso schwerer, das Leben zu lernen, wenn man niemanden an der Seite hat, der einen richtig ausbildet. Und sogar noch für diesen Meister Rancorium bildet mich hervorragend aus, was die Arkanenkünste angeht. Aha, das klang aber vor ein paar Stunden beim Bier noch ein bisschen anders. Es kommt immer drauf an, was... Also ich würde gern andere Sachen lernen, als er mir beibringt, aber... Er sagte mal eins nach dem anderen. Nun ja, dann ist, lieber Hilbert, deine Lektion für heute Abend und die entnimmst du nun bitte unser aller Lebenserfahrung. Hände, besonders wenn es um Geld geht, werden niedergeschrieben und du passt auf, dass niemand irgendwas in das Schriftstück runterbogelt. Du musst es sehr genau lesen, bevor du es unterzeichnest. Und am besten eine Abschrift dieses Vertrages mit nach Hause nehmen, sodass du auch eine von beiden unterschriebene Sicherheit zu Hause hast und dich darauf berufen kannst, wenn dann plötzlich nämlich jemand um die Ecke kommt und sagt, ha, du musst ja noch eine Belagerungssteuer zusätzlich bezahlen. Band 1, Paragraph 4, Absatz 5 des Störrebrandischen Handelsgesetzes. Ja. Gut. Dann hapert es also nicht am theoretischen Wissen, sondern an der Umsetzung. Das ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer sogar. Es schaut auf Jalte, also Borea schaut auf Jalte, scheint was sagen zu wollen, macht den Mund wieder zu.
Also nun, mit der Umsetzung habe ich nie Probleme. Jalte, eine, das ist wirklich eine deiner hervorragenden Qualitäten. Nun los, Borealas, läufst du denn immer noch nicht? Wir suchen Quinn hier. Ich dachte, dieser Clan formt sich zu einer irgendwelchen Gargemeinschaft. Kollege, wenn du nicht langsam voran machst, klatsch ich dich. Das wäre ausgesprochen unterhaltsam. Geh! Meint ihr nicht, wir fallen ein bisschen auf mit dieser Leiche? Einen kleinen Moment. Am besten, ihr geht schon mal ein kurzes Stück vor. Das ist einfach die Straße lang, die zweite links und dann noch einmal links und dann stoße ich wieder zu euch. Okay. Ja. Ich liefere die Leiche ab. Ja, und Fianna läuft los. Ich merke nämlich, dass mir langsam die Müdigkeit echt in die Knochen kriecht. Und ich möchte bitte jetzt diese Nacht irgendwie hinter mich bringen, dass ich irgendwie noch zu ein paar Stunden Schlaf komme. Weil jetzt, ich wollte doch eigentlich nur kurz den Hilbert zu Hause abgeben, nachdem der zu viel getrunken hat, und dachte, ich würde dann auch irgendwie mal ins Bett kommen, dass hier das hier noch alles auf mich warten würde. Freunde, ich brauche Schlaf, ey. Irgendwie kriege ich so eine leichte Kälte, die mir in die Knochen kriecht von Übermüdung, und fühle ich mich müde und schlapp und ich würde gerne ins Bett gehen. Und deswegen laufe ich jetzt mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, als vielleicht jetzt irgendwie nötig wäre, vor, einfach weil ich irgendwie schnell nach Hause will und das irgendwie hinter mich bringen. Und außerdem brauche ich die Energie auch gerade irgendwie. Ja. An einem verlassenen Handelshaus im Hafen von Boran angekommen, mit Borealas weiser Führung, eigentlich nicht an der Vorderseite des Lagerhauses, sondern an der hinteren Seite. Ja. Klopft Borealas mit dem geheimen Klopfzeichen an die kleine Zugangstür. Es öffnet sich so ein kleiner Seeschlitz in der Tür. Preiset die Schönheit der Welt, Bruder, Schwester. Parole. Kenne ich zufällig die Parole? Ich frag mal den Gesichtswürfel. Der Gesichtswürfel sagt, du kennst die Parole. Kann man das sehen? Da. Ja. Öffnet. Garitas stinken wie Schweine. Ja, öffnet die Tür. Wer sind die Garijas, die du mitgebracht hast? Kunden. Kunden. Ich beuge mich so ein bisschen fortzwinkern hinzu. So. So quasi so übers Ohr gehauen und so, ne? So. Wissendes Zwinkern. Ja, kriegt so ein Lächeln. Ja, der Typ, der euch aufgemacht hat, ist hat leicht, einen leicht schiefen Gang. Irgendwie, man sieht ihm das an, dass er öfters draußen ist, eine Haut wettergegerbt, das Haupthaar an den Seiten abrasiert und oben zu so einem, das eigentlich oben lang gewachsene Haar zu so einem, es sollte wohl mal kunstvoll aussehen, aber es ist jetzt eher so ein Notbehelf-Zopf, den er sich gemacht hat. Ja. An den Armen tätowiert. Was kann ich denn für die Kundschaft tun? Ja, schauen wir zu Busbereichen. Ich bin hier wegen, dem Darlehen. Guckt jetzt so Borealas an.
Du hast es gehört, Darlehenstilgung. Hm. Das heißt, ihr habt Geld für mich. Ja, perfekt. Zieht so einen Beutel hervor. Einmal bitte da rein. Ich zähle später nach. Ich glaube, dass... eigentlich wollte ich sagen, dass ich keine Steuerabgaben für Mittelreicher zahlen will. Ja. Und stattdessen möchtest du was anbieten? Guckst so ein bisschen Hilfe suchen, so Richtung von euch. Eigentlich gar nichts. Auf was begründet sich denn diese Steuer für Mittelreicher? Wie, auf was begründet sich das? Aus welchem Grund zahlen Mittelreicher Steuern? Für was? Damit sie einen Handel machen dürfen, damit sie hier leben dürfen, damit sie Grund erwerben dürfen. Na, auf alles. Das muss ja irgendwo definiert sein. Auf alles gibt es nicht. Oh, doch. Bei uns schon. Schön, nicht wahr? Dann seid ihr ein Betrüger. Wenn ihr Steuern für etwas verlangt, was nicht definiert ist, ist es Betrug. Ich sehe schon, wir kommen heute nicht mehr zusammen. Borealas verzieht ein bisschen das Gesicht. Nun, wenn ich da kurz meine fachmännische Meinung in den Hut werfen dürfte. Ich bin zwar nicht so hundertprozentig bewandert in Geografie, aber von dieser angehende Magier und sein Meister sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ja aus Festum. Wie? Beni Bornrech. Ne? Sie sind quasi Exil-Maraskaner. Der Maraskaner. Exil-Maraskaner. Kannst du das beweisen? Kannst du beweisen, mit wem deine Großtante siebten Grades ein Zimmer geteilt hat, nachdem sie betrunken war? Was soll das denn jetzt wieder heißen? Du könntest mit ihm verwandt sein. Ich? Niemals. Ja. Ich bin nicht mit einem mittelreichischen, dahergelaufenen Zauberweber. Deine Nase sieht verdächtig aus wie seine. Das nimmst du zurück. Du bist vielleicht auch ein Beni Bornrech. Ich bin kein mittelreichischer. Natürlich nicht, aber vielleicht ein Beni Bornrech. Ich kann dir nicht folgen. Hat dir der Nachtwind ins Ohr geschissen? Pass mal auf. Noch so ein Spruch. Kieferbruch. Borealas fängt an, sehr breit zu grinsen. Ich knack mal einfach mit den Knöcheln. Oh Gott, jetzt kommt so ein Kalenderspruch-Battle, ne? Wie aus, wie heißt denn das mal? Monkey Island, wo du da gegen den Piraten die Sprichwörter-Kampf-Challenge machen musst, ja. Also, wir sind ja alle der Meinung, sie können nicht aus Sal'Anfa sein. Richtig? Außer vielleicht Nasir. Der könnte von der Hautfarbe her noch aus Sal'Anfa sein. Ich lasse es mal so stehen. Steht das Geld zu? Nein. Du könntest eine Ausnahmeregelung für Beni Bornrech machen. Und was hätte ich davon? Nun, ich bin sicher, dass die Beni Bornrech doch sehr daran gelegen sind, den gerechten Widerstand zu unterstützen. In welcher Form? Nun, es werden ja bestimmt Dinge gefunden bei diesen Expeditionen und Ausgrabungen.
Und da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere Kleinod, was die Taschen des Widerstandes füllen kann. Hm. Guck dich so abschätzend an, guck dann so den Hilpert nochmal an. Hm. Ihr meint, er und sein Meister arbeiten für uns. Ich sage dir, wir formulieren die Steuer um. Er schuldet uns was. Ja, diese Steuer für Mittelreicher zählt nicht für sie. Aber man kann eine Expeditionsauslagengebühr daraus machen. Hm. Sagen wir, ich lasse mich darauf ein. Dann sind alle heute glücklich. Wer sagt mir, dass sie nicht einfach abhauen und diese Expeditionsauslagengebühr mit sich nehmen? Du zweifelst an seinem Wort, ich zeig auf Boredas. Nicht an seinem, zeigt auf Hilpert. Ja, aber wenn er dafür garantiert, weil er die Expedition begleitet. Du möchtest die Expedition begleiten, Borealas. Mir ist das doch wichtig, dass die richtigen Taschen gefüllt werden und nicht nur überquellen mit unnützem Tand. Hm. Außerdem diesen Klatsch, den möchte ich mich nicht aussetzen. Gut, auf diese Sache lasse ich mich ein. Reichte die Hand. Ja. Und nun zu dir, Busbereiken. Er bürgt für deinen Kopf. Und du schuldest uns was. Wir kommen drauf zurück. Auf dich und deinen Meister. Wunderbar, in der Garküche sind irgendwann alle Hände rot von Kutsch über Pfeffer. Gut. Irgendwann brauchen wir deine Hilfe, Puspereiken. Dann kommen wir auf dich zu. Und solange passt der da auf dich auf. Ich denke, das bist du in guter Hand. In guter Hand. Boah, das lächelt wieder freundlich. Gut, dann sind wir ja im Geschäft. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich schaue Busbereiken an. Ich glaube, ich bin damit ganz zufrieden, wenn ich keine Schläger oder Mörder mehr hinter jeder Ecke vermuten muss. Ich denke, das Thema ist damit erledigt. Und dann schaue ich nochmal unseren Gesprächspartner an. In der Tat. Es sei denn, er versucht, sich aus dem Staub zu machen, bevor sein Gefallen eingelöst ist. Dann seine eigene Dummheit. Ich werde mein Bestes tun. Er meint damit, das Beste zu tun, war nicht darauf bezogen, dass er so gut wie möglich flüchtet. Will ich ihm geraten haben. Du passt ja auf ihn auf, Borealas, nicht wahr? Natürlich. Grinst über beide Backen. Wieder dieses Lächeln. Meine Empfehlung an deine bezaubernde Nichte 7. Grades. Guckt so. Wie dem auch sei. Die Schönheit der Welt strahlt auf uns herab. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Boreal, hast du nickt ihm freundlich zu
und geht breit grinsend raus. Klopft dann draußen Repussbereiten auf die Schulter. Das habt ihr gut gemacht. Ihr seid ein echtes Verhandlungsgenie. Irgendwie fühlt sie sich das nicht so geil an. Aber zumindest muss ich jetzt kein Geld mehr bezahlen und keine Schläger mehr fürchten. Die ersten Verhandlungen tun meistens etwas weh. Ja, ich glaube, ich muss das Meister Rancorium berichten. Dankeschön. Gerne. So, und was machen wir jetzt? Etwas Marastenschnaps? Die Magister Steinhauer bereits erwähnte, wir sind schon lange auf den Beinen und sollten so langsam zur Ruhe begeben. Aber wenn ich Schnaps höre, gucke ich nochmal die Alte an. Ich habe vor 2 Tagen erst mit zwei Seeschlangen gekämpft. Ich brauche echt mal langsam ein bisschen Schlaf. Nun ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und Herr Weisemann sagt, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Dann hatten wir uns nicht eine Karte von Maraskan besorgt? Ja, hattet ihr. Ja, dann würde ich auf jeden Fall nochmal da, wo wir uns schlafen legen, nochmal mit dem Aurelias hinsetzen und mir die Karte ein bisschen erklären lassen. Mhm. Und mir da auch Notizen zu machen. Das ist mein Job. Ja, vor der Mittelreicher. Ja, dann, wenn du ihm dann ja auch sagst, ob wie man da am besten hinkommt, ist halt schwer, an der mittelreichischen Blockade vorbeizukommen. Das wird Borealas als erstes auffallen, aber naja, es gibt Mittel und Wege, wenn man das erzwingen will. Ich meine, wir könnten ja auch durch den Dschungel gehen. Nein. Nun, natürlich ist das möglich, Fremdigi, aber ich glaube, dass nach 2 Tagen vermutlich nicht einmal mehr die Hälfte am Leben sein werden. Ja. Dann lieber die Mittelreicher als... Wie nennt ihr sie? Gareggi? Garejas. Dann lieber die Garejas als der maraskanische Dschungel. Tja. Ich hätte gern mehr von eurem Land gesehen, aber... Ja, ich hätte gern weniger Garejas gesehen, aber der weise Mann bekommt nicht immer das, was er möchte. Sondern das, was er verdient. Schaut mal nach oben. Ja, das ist wohl treffend. So wie Ruhr die Welt geschaffen hat in seiner unermesslichen Weisheit. Ja, und jetzt, wo Nasir dir auch erzählt, dass sie zum Friedhof der Seeschlangen wollen, also diesen Begriff hattest du vorher noch nicht so im Kopf, aber ihr hattet euch ja vorher schon Nasir hatte sich ja vorher auch schon informiert, wo das so ungefähr ist. Borealas hat das jetzt nie, irgendwer war da noch nicht, aber ja, diesen Begriff noch nicht gehört, aber jetzt, wo Friedhof der Seeschlangen mit deiner Prophezeiung, ist der einzige Teil, der noch nicht eingetroffen ist. Todes Schrecken. Und das könnte passen. Ich mag es, Prophezeiungen zu erfüllen, denn das ist das Sinn und Streben eines jeden. Ist es das? Das sollte es zumindest sein. Wie soll man sonst die Fragen der Weisheit beantworten, wenn man vor Ruhe steht? Moment. Ja. Borealas wird ein bisschen seine Beziehungen spielen lassen. Kein Schiff, keine Reiseroute, keine Handelskarawane, nichts verlässt die Stadt an den mittelreichischen Blockaden vorbei.
Der Seeweg ist so gut wie abgeschlossen, abgesperrt. Dennoch gibt es Möglichkeiten. Und gerade für Borealas und seine Bruderschaft ist es möglich, einen Weg zu finden, vorbei an der Blockade. Und zwar ist das Erste, was euch einfällt, zusammen mit Kapitän Kottnars Hahn, dem berüchtigten Piraten, und mit seinem Schiff, dass er hinter den Reihen der Garijas in einer Bucht versteckt hat. Und dass man diesen heranzieht. Man müsste die Bucht erreichen, ungesehen, was nicht allzu schwer ist auf den geheimen Wegen deiner Bruderschaft. Schließlich sorgt Kapitän Hahn auch dafür, dass es dem Wohlstand von Boran nie einen Mangel gibt. Trotz der Blockade. Mhm. Und der Kapitän schuldet deinem Orden noch etwas, deiner Bruderschaft. Wie eigentlich jeder in Boran. Auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und da der Orden diese Gefallen streckenweise erst 2 Generationen später einlöst. Mhm. Ja. Und so kommt die Crew der Seeadler um Kapitän Fokwulf Phileasson, Jalte Kohlbeinsson, Fjanna Steinhauer, Nasir Ibn Zahir Al-Masrem und den heute nicht ganz so anwesenden Elfen Varalion, der vor den Alten warnt, zu einem neuen Schiff und begeben sich auf den Weg Richtung Friedhof der Seeschlangen. Und was uns dort widerfährt, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren, wenn wir wieder bei Phileasson hereinschauen. In 2 Wochen, am 31., glaube ich, ist das der Fall. Auch da wird Varalion wieder nicht dabei sein, aus terminlichen Gründen, aber wir haben ja Borealas dabei, der die Gruppe Weise, wie er nun mal ist, anführen kann. Und hoffen mal, dass alle anderen gesund bleiben und dann auch den auf der Tiger, der von Maraskan, dem Schiff von Kapitän Hahn, heil beim Friedhof der Seeschlangen ankommen. Vielen Dank fürs Mitspielen heute. Wir mussten ja ein bisschen technische Schwierigkeiten am Anfang überwinden. Aber ich denke, war ein schöner Einstand für Borealas. Und schöne Szene mit dem Dach und der Feuerlanze von Fjanna. Jalte dürfte nicht hauen. Das ist aber dafür habe ich, glaube ich, 50 Mal Leuten angedroht, dass ich sie haue. Ja. Und wir haben gesehen, wie gut Nasir immer noch im Überprüfen und im Schleichen ist. Das ist das Erbe des fexischen Vaters, seines Sottes. Ja, bin gespannt, wie Jalte dann reagiert, wenn er bemerkt, dass der Friedhof der Seeschlange ein Heiligtum von Echsenmenschen ist, aber naja, gut. Alles zu sein. Ich weiß, macht ihn nicht heiß. Genau. Und wie die Echsenmenschen auf ihn reagieren. Und für die Leute, die sich ein bisschen im Metaplot auskennen, heute haben wir dann in meinem Aventurien erlebt, warum Hilpert von Pusperaiken die Dinge tut, die er in irgendwann in einiger Zukunft mal tun wird. Gut. Eine Menge Blut will machen. Nur wegen dieser Gruppe hier. Gut. Hey! Der wandelnde Kalender ist schuld. Ja, vielen, vielen Dank fürs Spielen. Auch vielen Dank, dass ihr da draußen zugeguckt habt. Wenn ihr später das nachguckt auf YouTube, dann hinterlasst uns doch mal einen Kommentar unten drunter.
Ja, noch könnt ihr auch den Kommentar der Woche gewinnen und dann im Anschluss auch eine am Gewinnspiel teilnehmen für die Karte für die NerdCon im August. Alle Informationen dazu verlinke ich euch, also zur NerdCon verlinke ich euch unten. Informationen zu dem Gewinnspiel gibt's auf meinem Community-Tab auf YouTube. Könnt ihr reingucken. Und ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, wer denn heute noch so anwesend ist, so zu später Stunde hier im Chat. Ich habe hier gar nicht mehr so viele. Das ist wahrscheinlich schon sehr ganz spät hier irgendwie. Wir haben Shamasa noch da und Sturmkrähe als einzige Zuschauer. Aber immerhin. Ja. Hallo. Danke für die Treue. Genau, ja. Ja. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt und kommentiert habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich am 31. Zugegebener Stunde. Und bis dahin verfolgt den Nerdpol. Da gibt es jeden Tag andere tolle, viele Rollenspiel-Streams, unter anderem von Mischka und anderen. Was gibt's bei dir als nächstes bei Mischka? Diese Woche 3x 40k. Warhammer 40k, wenn das was für euch ist, genau. Dann schaltet auf dem Kanal von Mischka RPG doch mal ein. Genau. Und bei mir geht's weiter am Donnerstag mit einer neuen Folge Engel. Also, wer das gucken möchte, herzliche Einladung. Es wird viel Heresie geben, scheint mir. Auf die eine oder andere Art, ja. Macht es gut. Tschüss. Ciao.